Boah, ich hasse den Burger King Kids Club. Erst heulen die Kinder rum, weil ich den Singleplayer von Battlefield 3 so schlecht mache, dann weil ich Modern Warfare 3 so schlecht mache und jetzt kommen die an wegen einem Simulator, also echt. Ja, ihr habt ausnahmsweise mal richtig gehört und eventuell sogar den Titel gelesen. Heute geht es um einen Simulator und zwar um den Baumaschinen Simulator 2012. Yay. Der offizielle Nachfolger des Vorgängers, welcher für pure Langeweile und Bananen steht. Was, Bananen? Besonders war an dem Spiel, dass eine Mission mal eben über eine ganze Stunde dauern konnte, ohne was Besonderes zu machen. Spaß pur. Aber nun ist der Nachfolger endlich da und anstatt hässlicher kleiner Abschnitte haben wir nun eine ganze Open World, welche wir im GTA-Style besuchen können. Na wohl doch nicht so ganz Open World. Von unserer Zentrale aus nehmen wir Missionen an, wenn wir die Fahrzeuge hätten. In Missionen wiederum dürfen wir dasselbe machen wie im Vorgänger. Witzigerweise war es da auch noch spannender. Zumindest sagt uns das Tutorial das. Ich habe den ganzen Scheiß eine Stunde lang gespielt. Was habe ich noch entdeckt? Also, es gab eine Menge cooler Fahrzeuge und Rampen zum Springen. Das war's auch schon. Man vergesse nie die glorreichen Jesus-Fähigkeiten, die dieser Baumeister wohl hatte. Oder den 360 No-Scope, den er direkt von Call of Duty geklaut haben könnte. Jaja, das spielt einiges, aber keine Langeweile. Mit einiges meine ich allerdings auch einige kleinere Bugs. Beispielsweise konnte ich außerhalb des Tutorials keine Fahrzeuge kaufen, weswegen ich das auf das Tutorial verschieben musste. Um Missionen zu machen, brauche ich Fahrzeuge. Außerhalb des Tutorials kann ich keine Fahrzeuge kaufen. Ist das ein Bug oder Absicht? Ich weiß es nicht. Was kann ich jetzt also noch zeigen? Das Kollisionsmodell mit anderen Fahrzeugen, dann lass es richtig realistisch. Vergesst es einfach. Sorry Leute, bleibt bei der 2011er Version und damit beim Original. Die hatte wenigstens noch keine HP-Regeneration und war auch sonst viel besser. Wie immer wird der Next-Gen-Müll versaut, aber wir haben nur das beste PC-exklusive Spiel und vielleicht auch das einzige des Jahres. Das war's mit Alte 4 Games für heute. Geht auf alte4games.de für den Blog und ein Forum und wir sehen uns eventuell beim nächsten Mal wieder. Tschüss!